Damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Battlefield 5 Einzelspieler. Wir begeben uns jetzt nach Norwegen, 1943. Norwegen ist seit 3 Jahren besetzt, aber es herrscht kein Frieden. Schließe dich dem Widerstand an, der versucht, einen Mitstreiter zurückzuholen. Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg har altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt. Etter die Monstren i skogen. Vor 3 Tagen siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du?
Und da wären wir wieder. Ich würde auch gern wissen, was in dieser Fabrik hergestellt wird. Ich hatte mich neugierig gemacht und ich finde es so cool, dass, ich habe es ja in den letzten Folgen schon gesagt, ich finde es so mega cool, dass die halt in ihrer eigenen Sprache sprechen, wenn es nur übersetzt wird. Aber wenn die Deutschen sprechen, ist das Deutsch. Und wenn man natürlich dann Battlefield 5 als Deutscher spielt, ist das witzig, wenn die Gegner in einer Sprache sprechen, die man versteht. Also ich liebe solche Sachen in Spielen. Und wir sind ja dieses scheinbare Monster. Und wir haben Monster-Skier. Okay, ich glaube, das sind ganz normale Skier, die einfach mal hier so in der Textur des Schnees verschwinden. Oh, das ist cool. Jetzt sind sie da, jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie da, jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie da, jetzt sind sie weg. Okay, lass mal loslegen. Mal gucken, wie sich das hier... Ah, okay. Ah, ich lenke mit der Maus, okay. Aber alles lässt sich hier anders lenken. Oh, Alter, das war knapp. Aber ich weiß noch, als ich damals Ski gefahren bin im Skilager, das war cool. War schöne Zeiten. Oh, über Eis? Das hatte ich aber auch noch nicht. Also allgemein hier so, das hatte ich nicht. Und Norwegen ist ja auch so wunderschön. Muss man einfach mal sagen. Wow. Ich glaube, ich hätte ein bisschen weiter fallen sollen als das, aber... Meine Güte. Okay, krass. Ich glaube, die Skier wären zerbruch gegangen, genauso wie meine Knie, aber hey. Finde vorüt. Narren, ich glaub's auch. Sind die zu zweit oder zu dritt? Gucken, wie funktioniert denn das hier? So funktioniert das. Oh, hier liegt was. Fern von jeder Gefahr. Poesiealbum. Oh, das war sogar noch getroffen. Krass. Sie ist echt gut mit dem Messer werfen, ne? Also man hat übrigens an der Stimme erkannt, dass es eine Frau ist. Also nicht wundern, warum ich sie gleich als sie betitle. Das sehe ich überhaupt. Na? Komm schon. Ich treffe von hier aus nicht. Letztes. Verdammt. Komme ich auch neue Messer? Fragezeichen. Aber gut, jetzt sind sie abgelenkt. Nicht schwanken, nicht schwanken. Ich habe Respekt vor der Höhe. Ich habe keine Höhenangst, aber ich habe echt Respekt. Köder werfen. Ah, C ist Köder werfen. Schön, dass ich das jetzt gesagt bekomme. Nachdem ich vorhin immer Köder geworfen habe. Ohne zu wissen, was ich da tatsächlich tue. Oh Gott, das ist ein Scheinwerfer. Hier kann gar kein Licht hinfallen. Ich glaube... Ich spiele auf Ultra, das darf gar nicht passieren. Okay, gut. Ich war's nicht.
Scheiße. Ich wollte es ein bisschen sneakier machen, aber jetzt weiß ich, wie ein gewisser Eirange sich immer fühlen muss. Shit. Hallo. Stech dir ins Knie. Stech dir so lange ins Knie, bis du dich hinlegst. Komm schon, deaktivier das Ding. Du hast nicht nur mich verloren. Was ich natürlich ein bisschen doof finde, ist, was mir vorher schon aufgefallen ist. Spiel für mich. Okay. Interessant. Dass sie natürlich weiße Untertitel haben und hier im Schneegebiet sind weiße Untertitel natürlich brillant, genauso wie wenn vor allem in der Taschenlampe reingeleuchtet wird. Das erkennt man ja alles, ist sauber. Oh, ich habe wieder 5 Messer. Wo auch immer ich die her habe. Oh, Apfel. Da oben steht immer noch einer drin, dem das egal ist, dass sein Kumpel erschossen wurde. Scheinbar. Sneaken wir uns mal hier oben lang. Hier ist ein kleiner Trampelpfad, den folgen wir mal. Wie viele sind das? 2, 3, 4, 5. Ich zähle 5. Okay, das haben wir gleich. Da hat er Schwein gehabt. Das war's. Man kann das bestimmt auch mega stealth machen, also hier wirklich ohne rumzuballern, alles nur mit Messern. Das geht unter Garantie, aber so haben wir wenigstens etwas Action. Hey, was? Sicher. Das nehmen wir mit. Sie wirken was? Sie wirken erschöpfter. Folgen wir den kleinen Trampelpfad hier. Abseits der Straße. Da sind 4 Leute am Eingang. Okay, ja. Ein Wachturm. Da gehen wir nicht lang. Okay.
Ist mit dem Haus? Sieht nicht so aus. Ich würde ja gerne den Unterhaltungen lauschen, aber ich habe dann befürchtet, dass sie mich finden. Oder dass ich hier auffliege. Die lassen wir mal auch stehen. Gucken wir mal, ob wir hier hinten weiterkommen. Alter, es ist dunkel. YouTube wird sich freuen. Geht es tatsächlich lang. Wo ist er hin? Ich weiß nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Aha! Okay. Sauber gelöst. Aber normalerweise nachts, wenn alles so still ist, hört man eigentlich gerade Schüsse, hört man besonders weit, dass die im ganzen Lager nicht alarmiert worden sind. Eigentlich erstaunlich. Hier ist niemand. Bei dir. Schaufel. Oh Gott. Er hat ein Auge gemacht. Legen wir uns mal hin. Ich möchte gerne versuchen, trotzdem noch so stealth wie möglich durchzukommen. Auch wenn das mir jetzt nicht so gut gelungen ist, aber egal. Gucken, kann ich hier... Oh, Baumstumpf. Weniger. Gehen wir mal über das Umspannwerk, ne? Wir sneaken uns hier durch, ganz sachte. Ich glaube, die Folgen werden an sich alle ein bisschen länger werden. Einfach, damit ich den Einzelspieler halt durchkriege und jetzt der sich nicht über 2 Wochen zieht, bevor halt die ersten Multiplayer-Folgen kommen. Sondern, dass ihr halt hier auch wirklich was erlebt. Ja, was heißt was erlebt? Haha. Oh. Oh. Interessant. Habt ihr das gesehen? Ich konnte gerade in meinen Unterkörper reinschauen. Das können nicht viele. Nicht viele Leute können in ihren eigenen Unterkörper reinschauen. Hat hier nicht gerade jemand mit der Nase gerümpft? So. Oder so ähnlich. Ich habe dich gesehen.
muss darüber in das Gebäude. So viel dazu. Ich muss da ins Gebäude, aber wo geht's da lang? Aha! Aber ich komme mir vor wie bei Thief. Sehr geil. Ist hier jemand? Schreite er laut durch die Halle und alle treten sich zu ihm. Wie ist das mit Leibdon? Okay. Generatoren. Scheinbar gibt es hier auch mehrere Wege rein. Was ist denn hier passiert? Eine Pren Gun? Da sage ich nicht nein. Ich liebe die Pren Gun. Eines der geilsten Gewehre, wie ich finde. Alter, hier ist alles voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Wir sind dort oben lang gegangen. Wo war der Heidenalten? Muss ja irgendwo sein, okay. Was für eine Aktion und wo kam er her? Ah, verdammt. Solveig? Mama? Kann hier du her? Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt å stoppe det. Ah, altså finner vi noe raus, hva det er. Og vi har gerade med en byråklammer ihre Handschellen geöffnet. Ok, det funktioniert tatsächlich. Aber dass diese, dass die dann immer noch so perfekt war, dass sie die dann einfach wieder an ihren Kragen gemacht hat. Okay. Wir sind eine Büroklammermeisterin. Verstehe. Diese Hosen, ne? So was Furchtbares. Da kommen flere Soldater. Wir müssen unngå die. Die würde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Wir sind also die Tochter, okay. Mutter und Tochter kämpfen gegen Deutschland. In Norwegen. Die kommen jetzt noch. Passt auf. Schindler! Die Arad! Schindler! Bernd! Ich lege die Bombe. Die kommen flere. Wir müssen dra. Nein, wir müssen finden, wo die aufbewahren. Hey! Mama, no! Granate! 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 Hier!
clever. Der hat mich schon die ganze Zeit aufgeregt, der Junge. Nein, ich lade noch nicht nach. Noch jemand? Noch jemand ohne Fahrschein? Nicht. Verteidige Astrid. Astrid! Hast du es bald gefunden? Ach, jetzt hat sie es auf dem Schild, auf dem Tisch aufgestellt. Ach, witzig. Hast du es ja? Okay. Ja, lass uns gehen. Lass uns gehen, Mutti. Weg ist frei. Irgendwie hat man nicht so richtig Zeit, sich umzugucken wegen der Sammelobjekte, finde ich. Also ich mach's halt nur nicht richtig. Wo hast du das her? Wofür ist das? Das ist nicht unser Verantwortung. Du schaffst es nicht. Wir müssen stoppen, dich und produzieren mehr Tungtwasser. Ich habe mir gar Kontrollen hier. Du musst gehen und stoppen zentral. Was sagst du? Die store Metallboxen utenpar. Ich kann's nicht mehr Zeit. Go. Wir möchten zur Brühe. Schweres Wasser. Schweres Wasser? Das höre ich aber jetzt zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Zerstöre Umspannstation. Hier irgendwo raus. Da komme ich auch noch runter, okay. Will ich immer nur ganz kurz sehen. Gut, dann gehen wir denselben Weg raus, wie wir reingegangen sind. Wobei ein Dieb niemals den Ausgang benutzen sollte, den er als Eingang benutzt hat. Weil das einfach zu auffällig wäre. Ich finde es schön, dass die Messer One-Hits sind. So, jetzt nochmal hier rüber. Aber diesmal... Richtig. Wir haben so robuste Beine. Ich bin gar nicht da. Alter. 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 Sabotieren. Ich habe das Ding doch nur ausgeschaltet. Warum platzt das? Oder habe ich es überlastet? Fragezeichen. Ich habe zwar Elektrotechnik mal gelernt gehabt, aber ich kenne mich nicht mit Umspannwerken aus. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man einen Schalter umlegt. Ist das normal? Muss das so sein? Machen wir es gleich auf die Art. Na komm. Danke. Ja, schade, dass wir kein Ehen spielen, sonst würde ich wieder mit dem Bussi hinbekommen. Muss doch wehtun im Auge. Feuerwehr! Yay! Yay! Aurora Borealis! Yay! Yay! Treffpunkt an der Brücke. Ja, sie ist einfach ohne mich dorthin gegangen. Ja, sicher, geile Mutter. Lass mich die Umspannwerke alleine zerstören und du gehst dann einfach schon mal weg. Kein Wunder, dass ich dich von den Deutschen befreien musste hier. Also hier geht's nicht lang.
es nicht. Aha. Weil es cool ist. Yay! Wuhu! Kann ich nicht umfahren? Nein. Aber ich komme definitiv hier raus. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ah, das ist so cool. Das macht so Laune. Ah, und da wärmer. Komm her. Alter, schick mich nicht so. Lass die Wille. Meine Tochter! Lass die Villa. Ich habe einen Drop. Was du? Messer, okay. Ach man, ich bin... Oh. Weil ich die Brücke gerade sehe, um ein bisschen abzulenken. Mir wurde immer erzählt, dass mein Uropa damals, wo noch Kalter Krieg war irgendwie und die Russen hier waren, hier in meinem Heimatdorf, da hat mein Uropa mit seinem Bruder oder mit seinem Onkel, ich weiß es gar nicht, da haben sie die Sprengsätze sabotiert, die unsere Dorfbrücke eigentlich zerlegen sollten. Mega spannend, was hier auch passiert ist. So kleine Dorfgeschichten, die nie irgendwo in irgendwelchen Büchern oder sonst welchen Aufzeichnungen erwähnt werden. Das sind dann eigentlich mal die geilsten Stories. Aber gut, ich muss jetzt gerade mal irgendwie von der Situation ablenken, weil wenn es um Familienangelegenheiten geht und um Abschiede und so weiter, dann da bin ich immer etwas sentimental. Gut. Wir haben die Unterlagen. Wir haben all unsere Ausrüstung verloren, aber die Messer und die Unterlagen haben wir noch. Ja gut, okay, die Waffe hat es ja oben liegen lassen, aber hey. Haben wir unsere Skier noch? Auch nicht. Unsere Skier haben wir auch verloren. Unterkühlung. Eine wärmere Quelle finden. Was? Spitzhacke aufheben. Okay. Ich muss aber immer noch eine Wärmequelle finden. Gar nicht gut. Nicht erfrieren, Mädchen, nicht erfrieren. Oh. Oh, schön. Oh, das ist gut.
30, eine Flinte. Habe ich deswegen trotzdem noch die Spitzhacke? Nee. Ja, komm, wärm dich noch ein bisschen. Oh, ein schönes warmes Feuerchen. Oh, das ist doch schön. Okay, wir müssen in die Richtung weiter. Dann versuchen wir mal den toten Briefkasten zu finden. Immer schön laufen, Mädchen. Laufen hält dich warm. Zumindest ein bisschen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie kalt es hier eigentlich sein muss. Wenn die ganze Zeit dieser Schnee in dein Gesicht peitscht mit dem kalten Wind und... Oh, es muss furchtbar sein. Oh, da ist noch eine Wärmequelle. Ich glaube, da müssen wir... Wir müssen von Wärmequelle zu Wärmequelle springen, glaube ich. Ihn weg. Ihn weg. So. Oh. Krautpfanne. So, erstmal kurz ein bisschen aufrecht dahingesetzt hier. Ah, schön warm. Was haben wir denn hier? Eine KB31. Was liegt hier? Eine FG42. Bra. Machen wir's so. Okay, bist du wieder warm, Mädchen? Bist du heiß? Ja? Ah, sexy Mädel. Okay. Solveig. Oder wie sie heißt. Das nenne ich Messerwerf-Skill. Ich bin gerade ein bisschen selber von mir. Ich bin gerade von mir selbst ein bisschen beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass die treffen. Und schon wieder geht das Gefaller los. Nein, 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 nein. Oh. Den habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Mal durchladen. Die Waffe hier ist echt kacke. Ich will eine andere. Gib mir mal die MP40 hier. So, wärm dich nochmal kurz auf, Mädchen. Und dann geht's weiter. Mal ein bisschen Munition eingesteckt. Ich höre auch Wölfe. Nein, hier ist niemand. So. Durch den Zaun. Ach, hier ist die Tür. Ah, und eine Wärmequelle. Ja, wunderbar, ein schöner Ofen. Schöner warmer Ofen. Alter, ist der Schneesturm heftig geworden. Wo sind die denn? Wo muss ich hin? In die Richtung. Huch! Was? Okay, keine Munition mehr. Ja, bevor wir hier weiterrennen, ich stand jetzt eine ganze Zeit lang rum. Nochmal kurz ins Feuerchen. Mal schön die Brüste aufwärmen. Oh. Es ist wichtig, dass die Brüste warm sind. Oder halt die Brust, wenn man... Weil das Herz muss warm bleiben. Deswegen ist es auch wichtig, dass wenn man sich, ich sag mal, für den Winter entsprechend kleiden möchte, haltet euren Torso warm. Alles andere ist zweitrangig. Hauptsache, das Herz bleibt warm. Suchen die mich immer noch? Hat auch nichts zu suchen. Zack.
Schmilzt doch das Eis an unserer Waffe eigentlich? Scheint nicht so. Aber die Munition nehmen wir mal noch mit. Fahren? Schade. Dürfte es doch bald geschafft haben, oder? Ja, die Map sieht aus, als wäre es hier anstrengender. Oh Gott. Oh nein! Na komm, Mädchen. Du musst doch hier irgendwo liegen. Was ist das für ein starker Wind? Na komm. Ach, da. Nein, nein, nein. Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Nein, nein, nein. Pack zu, pack zu. Bei Bewusstsein, bleib wach. Ich bin für dich. Ich muss gehen. Für deine Sicherheit. Mama. Ich gehe. Wach bleiben, Mädchen. Wach bleiben. Du musst hören. Ich hoffe. Ich hoffe, wir werden... Nein, bleib wach. Mädchen, bleib wach, bleib wach. Immer weiter gehen, immer weiter. Wach bleiben. Wach bleiben. Klinge, Mama. Lass mal bleiben. Es gibt nichts Schlimmeres als komplett durchnässte Klamotten und dann so eisige, eisige, eisige Kälte. Oh, da ist eine Hütte. Ja, komm schon, bitte. Mädchen, reiß dich zusammen, bitte. Nein, nicht, nicht hinlegen. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich kenne das von Hindernisläufen, vom Getting Tough. Wenn du aus dem kalten Schwimmbad rauskommst und du sollst dann weitermachen, ist furchtbar. Ha! Oh! Das hat sich angehört, als wäre der Kehlknopf, als hätte der Kehlkopf geknackt.
Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Da jeg keine Ahnung habe, wer ich wie das schneiden werde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Wir haben es überlebt, wir haben irgendwie die Nacht überlebt, konnten wahrscheinlich auch unsere Sachen trocknen, da wir ja klitschnass noch einen Deutschen erwürgt haben und dann einfach auf Fußboden eingeschlafen sind. Ja, dass das Mädel trotzdem nicht an Unterkühlung gestorben ist, ist der Wahnsinn. Also Respekt an dieses junge Mädchen, denn sie hat einen Körper, der einfach nur alles ab kann. Ist der Wahnsinn. Respekt. Und jetzt Skifahren. Es macht so Laune, es ist so cool, es macht so viel Spaß. Oh, Skifahren ist so toll. Oh, Abfahrt ist so geil. Hui! Oh, hier. 450 Meter, das ist am nächsten dran. Ah, hier rüber. Naja, komm Mädchen. Das ist der einfachste Teil hier. Woo! Nein! Schade! Da habe ich es wieder tun können. Und die Schieder sind einfach weg. Just gone. Oh, open world, closed doors! Verdammt! Ich will das K98 wieder haben. Was haben wir hier? Sprengsätze. Ich will die Messer aber nicht aufgeben. Okay, das wird auf die Entfernung nichts. Ach Quatsch, keiner hat mich gesehen. Okay. Da, da war. Der Alarm bleibt aus. Uko. Munition dringend. Ich hab sie verloren! Huch! Der Alarm bleibt aus. So. So, hier hat man, glaube ich, alles erledigt. Oh, ne Pack. Die Musik verheißt nichts Gutes.
wäre, glaube ich, wieder wieder Ski gefahren, aber egal. Wow. Ich war's nicht. Ist die Mauer kaputt? Ja, da ist die Mauer kaputt gegangen. Oh, cool. Das war ich wirklich nicht. Okay. 300 Meter in die Richtung. Oh Gott. Es ist 12.13 Uhr. Ich müsste bald noch was essen. Ah. Ah, es sind ja noch Reste von gestern da. Oh, da mache ich mir die restliche Wokpfanne. Hm, lecker. Ich glaube, sie könnte auch erstmal das Richtige zu essen gebrauchen, wa? Dette må være bygd av det jeg markerte på planen. Jeg må finne politistasjonen. Weil, wenn die Englisch gesprochen haben, habe ich nie auf die Untertitel geachtet. Ich habe das für mich selbst übersetzt. Aber wenn sie spricht, ist das ein bisschen schwieriger, da ich kein Norwegisch kann. Da ist jemand, okay. Komm schon, Sammelobjekte. Achso, für die, die sich. Ich weiß nicht, wie sehr man das dann auf YouTube sieht, aber wenn das hier ein bisschen grisselig aussieht, liegt es daran, dass ich die Filmkörnung anhab. Aber hier bei den Wänden sieht man es halt gerade. Ich glaube, also in OBS sehe ich es nicht, aber ich für mich hier sehe das halt als übelst vergrisselt. Komm, hier auf dem Dachboden muss doch was sein. Ernsthaft? Gar nichts? Trotzdem wunderschön. So gehe ich auch jeden Tag aus dem Haus. So. Ich sehe gar nicht, wo die hinfliegen. Dokumenten nennt nur um unter Bakken. Du weißt von gar nichts. Auf jeden Fall. Gib mir das schallgedämpfte Zeug. War hier nicht noch jemand? Ja, das hast du dir nur eingebildet. Shit. Egal. Alarm ist deaktiviert. Bin ich durchgeklitscht. Ein Verhörer. Oh, es muss eine furchtbare Zeit gewesen sein. Der Herr, wir haben ödliche Alt. Oh. Okay. Also, aus der Hüfte zu schießen ist so ungenau. Ah, jetzt können wir LKW fahren.
beschleunigen. Okay, oh Gott. Alter, ohne Mist, diese Fahrzeuge lassen sich alle so furchtbar schwammig fahren. Ohne Mist, ich glaube, Battlefield hat noch kein Teil rausgebracht, wo sich Fahrzeuge gut fahren lassen. Gut, das ist das erste Battlefield, was ich überhaupt aktiv spiele. Ja, aber von dem, was ich kenne, gesagt bekommen und gehört habe, muss das alles immer Grütze gewesen sein, was die Fahrzeuge angeht. Wobei sich es aber dadurch eigentlich relativ... Also es fühlt sich gut an zu fahren, aber es ist ziemlich eklig. Es ist eklig zu fahren, aber es fühlt sich gut an zu fahren. Also das ist ganz merkwürdig zu beschreiben. Machen wir es mal so. Hi. Laut. Oh, Kupfertrommeln. Alter, die müssen wir mitnehmen. Die sind Schweine viel wert. Oder sie werden Schweine viel wert sein. In der Zukunft. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich kann mich sehr lange verstecken. Das wisst ihr nur noch nicht. Ist hier drin was? Nicht, okay. Es ist cool, dass man fast überall rein kann. Ich mag das sehr. Okay, einfach nur, weil es geht. Geht mit ihm. Naja, das war's. Mädchen. Nicht nur pieksen, muss doch stechen. Vorne läuft doch noch einer. Den. Nehmen wir noch ein bisschen Munition mit. So. Reicht das? Ja, hat gereicht. Wow. Oh, cool. Cool, rutscht sogar das Eis vom Dach. Alter, wie nice. Das gefällt mir. Das finde ich cool. Oh, wir müssen auf das Boot. Aufs Bötchen.
Okay, machen wir es anders. So, ich frage mich, wie sie das Boot dann wieder befreien. Ich meine, das ist komplett eingefroren im Wasser. Schmeißt ihn dann einfach einen Rückwärtsgang an, das zerrt sich frei, oder? Würde mich mal interessieren. Aus mit dem Ding. Alarm rot. Ich hätte auch einfach auf den Knopf drücken können, aber dann hätte es ja irgendjemand wieder eingemacht. Oder? So wie du. Schnell runter vom Schiff. Der Roller. Ja, komm, meine Bunkchen. Ich muss in den Bunker. Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen. Ihr werdet nicht angegriffen. Das ist Quatsch. Okay, 1 Kilometer entfernt. Sollten wir doch mit dem LKW relativ zügig hinkommen. Huch. War das mit relativ zügig? Das hier ist doch unser LKW. Ja, genau, das, du bist es. Nehmen wir doch mal dich. Ja. Also ich habe keinen LKW-Führerschein, aber es sollte trotzdem passen. Wieder Skier fahren. Das macht einfach mehr Spaß. Hi. Ich bin richtig hier. Ich muss hier lang fahren. Das ist mein Auftrag. So. Ruckel, ruckel, ruckel. Ich hoffe, es läuft flüssiger in der Aufnahme. Das ist das, was ich hier sehe. War ich überhaupt richtig? Ich denke mal schon. Hier ist 30. Wie schnell fahre ich denn? 30. Ja, ich halte mich sogar an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bin ich nicht hervorragend? Bam! Oh! Pjörnstadt. Okay. Ganz mal verweite Bunkchen. Alles klar. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen. Wird erledigt. So, rein hier. Also ich denke mal schon, dass wir richtig waren. Es war vielleicht nur nicht das cleverste, frontal in einen anderen LKW reinzufahren. Aber jetzt wissen wir ja mehr. Au! Das ist witzig, aber merkwürdig zu fahren. War irgendwie cool. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mit den Thumbnails machen werde. Darf ich? Danke. Ich glaube, ich werde einfach so Thumbnails nehmen. Wenn mir vorgeschlagen wird, vielleicht sind ein paar gute dabei. Oh, jetzt ist die Straße hier frei. Das gefällt mir doch auch sehr gut. Wir ignorieren die Feinde einfach mal alle.
Da ich keine Ahnung, wie das schneiden werde, habe ich jetzt An- und Abmoderation einfach mal außer Acht gelassen. Das quietscht mir ein bisschen zu sehr. Das klingt nicht gesund. Ja, aber daran liegen, dass vielleicht hier alles gefroren ist. Die Kälte und so ein Kram da. Kann ich schon mal vorkommen, dass das Schmiermittel ein bisschen untauglich geworden ist. Und dann quietschen sich bewegende Teile immer gerne. Wie bei manchen Leuten im Schlafzimmer. Was? Was erzählt er denn da? Das ist gar nichts. Okay, raus hier. Komm schon. So ist bescheuert. Aber ich sehe hier was. Immer erstmal schön den Sand hier rausholen. Na. Da haben wir es wieder. Ich kann kein pixelgenaues Schießen machen. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung, was da. Was da schief läuft. Oh, keine Munition mehr. Ah. Nehmen wir doch mal das. Na komm. Interessant, dass sogar die Hülsen, die auf den Boden fallen, auf dem Holzboden andere Geräusche machen als auf dem Erdboden. Finde ich cool, dass sie auch an so winzige Details denken. Gefällt mir gerade sehr gut. So, wir haben uns natürlich mal wieder übelste Oberhorst angestellt, was das hier angeht. Aber ist egal. Hauptsache, wir erfüllen die Mission und überleben. Irgendwie. Sie sind in der Basis. Meine Güte. Okay. Ab in den Bunker. Besprechungszimmer. Eine furchtbare Sauerei. Hm, glaube ich. Der liegt da draußen. Und wann ist kalt, Tschüss. Weg von dem Überlager, Männer. Monster, der hat Wurpen. Mama. Ja, Monster und A hat Wurpen. Wenn Marschier bis Russland lagert, für uns. Eller Briten. Die Teil macht es. Dann hört er uns an, ne? Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Ich weiß, was kommt. Das Ding ist lustig, bevor wir es gemacht haben. Komm.
kan ikke la den slippe unna. Was? Nein! Nachbarfeuer? Wow. Ja, schießt auf eure eigenen Leute. Was? Oh Gott. Oh, wie ich sowas hasse. Mal gucken, wie viele Anläufe wir brauchen. Was schießt der überhaupt auf uns? Oh! Oh Gott! Wie hab ich gesehen? Unser Fahrzeug ist irgendwo reingefahren, wo es Schaden angerichtet hat. Tja, deswegen laufe ich nicht gerne mit einem Flammenwerfer in aller Öffentlichkeit rum. War nicht meine Mutter noch in einem der Wagen? Ich meine, hey. Jagen wir hier einfach mal alles und hilft es zu sehen. Das ja. Scheint zu klappen. Erreiche Astrid. Was? Wie viel hat der denn jetzt geschluckt? Erreiche Astrid. Oh nein, ich muss schwimmen. Ernsthaft? Oh.
Tja, Leute. Wie ich es vorhin schon mal erwähnt hatte, gerade diese kleinen Aktionen, von denen hört man halt einfach nie was. Und das sind dann eigentlich die spannendsten Sachen. Weil das, was wir in Büchern wiederfinden, ja, das kennt ja jeder quasi. Aber sowas, klar, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern hier alles historisch genau und korrekt ist. Das kann ich allerdings nicht sagen. Ich denke mal schon, die werden sich ja sehr viel Mühe gegeben haben, da so viel detailgetreue Sachen mit reinzunehmen, wie sie finden konnten. Aber es ist und bleibt alles einfach nur ein blanker Wahnsinn, was damals alles passiert ist, was passiert war. Und ja, es ist, ich bin gerade immer noch ein bisschen fertig von dem Ende. Nun gut, das war's dann für diese Folge oder für diesen Kampagne. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Tirelieur 1944 Provence. Und bis dahin, Rouen.